Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Minecraft. Und heute, Leute, wollen wir es tatsächlich mal machen, nämlich euch kleinen Tierchen mal rüberschaffen in euer neues Gehege und so, ne? Ihr sagt nur Käfighaltung, jojojojo, ne? Seht ihr genauso. Ne, aber das ist tatsächlich unser heutiges Ziel, dass die hier einfach mal wegkommen. Also jetzt nicht töten, sondern wegkommen einfach mal, dass die na, da drüben hinkommen, wo sie eigentlich sollen, ne? Was wir dafür brauchen, ist natürlich auch einfach mal ein bisschen Weizen, deswegen, das ist ja alles hier schon längst gewachsen. Ich war schon länger nicht mehr hier, um das Ganze mal abzufahren. Genau, jetzt haben wir ein bisschen Weizen. Jetzt haben wir ein bisschen was verloren. So, das Ganze setzen wir jetzt natürlich auch nochmal neu hier hin. So, ihr schönen Bienchen seid fleißig. Ich mach das hier. So, okay. Okay, ein bisschen von denen hier brauchen wir, glaube ich, auch für die Schweine, weil die Schweine lassen sich nicht mit Weizen anlocken, aber dafür mit Rotbete. Deswegen brauchen wir das auch. Aber gut, gehen wir erstmal wieder zurück zu unserer My Little Farm mäßig, ne? So. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei der Bewässerungsanlage sind wir eigentlich stehen geblieben. So, und zwar haben wir ja gesagt, wir machen jetzt hier immer am Rand so gesehen. Wassermäßig hin. So. Weil Tiere brauchen ja auch was Wasser. So soll auch, soll auch relativ tierfreundlich alles aussehen. Deswegen brauchen wir hier auch ein bisschen Wasser. So. Zum Glück haben wir hier eine unendliche Quelle. Das heißt, das Ganze natürlich ein bisschen einfacher. So, was aber uns auf jeden Fall fehlen wird, früher oder später, ist einfach tatsächlich, dass wir zu wenig von diesen Steinchen hier haben. Deswegen, das müssen wir halt uns leider heute auch kurz erfarmen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal direkt, bevor wir es vergessen. Und ja, ich speede das mal ein bisschen auf, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Ich habe jetzt hier ein bisschen gefarmt. So, den restlichen Cobblestone tun wir mal einfach mal auch wieder da rein. Genau wie den anderen Triss, den ich jetzt gerade nicht brauche. Ich hatte sogar zufällig gesehen, dass wir noch im Ofen tatsächlich noch 32 Stück vom Cleanstone haben. Das können wir direkt zum Stein verwandeln. Und vom Stein können wir es natürlich dann auch hier in die schönen Treppchen verwandeln. So, ja, also in der Zeit mache ich mir kurz noch ein bisschen Holzkohle und ein Stack mache ich mir dann auch nochmal. Aber das Ganze reicht auch erstmal hier für uns, dass wir hier erstmal weitermachen können. So, jetzt wollen wir natürlich gucken, dass die Kuh jetzt hier nicht ausbricht. Das wäre ziemlich blöd für uns. Ja, aber nur eine Kuh. Wenn die uns hops geht, wäre dramatisch. Wäre sehr dramatisch sogar. Aber muss ja nicht, ne? Muss ja nicht. So. Ja, ja, okay. So, ihr könnt ja sowieso nicht verschwinden. Ihr seid ja festgebunden. Haha. So. Dann machen wir es einfach mal, ich würde sagen, bis hierhin. Würden wir es dann mit Wasser voll machen. Ernsthaftig. Warum habe ich das hier nicht zugebaut? Ich weiß es auch nicht. So. Jetzt brauchen wir erstmal hier ein bisschen Wasser. So. Da ist jetzt Wasser voll. Dann müssen wir das Ganze jetzt auch noch hier voll machen. So, gut, geh mal da weg. Ich muss hier Wasser machen. Du stehst mir hier gerade dezent im Weg. So. Okay, das ist nicht verbunden. Das heißt, dann wohl falsch rumgebaut. Interessanterweise. Okay, okay, machen wir das jetzt mal kurz so. Dann. Hallo? Oh, das war das Falsche. Ich muss auch schon den richtigen Block setzen. So, jetzt haben wir es, okay. So, genau. Jetzt bin ich natürlich... Ja, irgendwie, ich muss gucken, welche Touren wir hier noch später machen. Weil so, wie es jetzt gerade ist, ist
noch unpraktisch, würde man sagen, würde ich jetzt mal sagen. So, dann machen wir jetzt hier auch noch das hin. Genau. Dann hier. Und hier. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Farm jetzt hier geht. Ob die paar GG jetzt hier reichen oder nicht. Ehrlich gesagt, schwierige Frage. Aber werden wir schon herausfinden. So, erstmal hier Wasser. Wasser über Wasser über Wasser. So. Genau, jetzt ist hier alles voll mit Dings. Mit Wasser. Und ich würde sagen, also theoretisch kann man schon die ersten Tierchen schon holen. Genau, es wird gerade abends. Davon lassen wir uns aber kurz nicht aufhalten. Genau, machen wir zuerst die Schafe. Die Schafe kommen später mal. Ich würde einfach jetzt mal spontan. Eigentlich müssen sie schon da rein, weil da ist eigentlich das größere Gehege. Okay, dann holen wir vielleicht zuerst die Schweine. Machen wir es einfach mal so rum. Oder gehen zuerst schlafen, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall eins der Sachen wird jetzt geschehen. So. So, Schweinchen dick. So, erstmal hier die Schweine. Genau, ihr seid jetzt hier angefixt. So, das kommt her. Das ist eine kleine Weltreise. Seid ihr auch alle drei? Ja, ihr seid zu dritt. Okay, dann kommt daher. Ja. Guck mal hier, wie sie mir folgen. Sehr schön. Jetzt kommt her. Oh, kacke, jetzt bin ich auch in ein Loch gefallen. So. Na, es wird Nacht. Beeilt euch mal, Schweinchen. Beeilt euch. Nicht gut, es ist schon Nacht. Kommt her. Schnell. Gut, alle sind da. Jetzt kommt ihr hier rein. So, und jetzt. Sehr schön. Gut, ihr dürft euch noch vermehren und ich gehe jetzt schlafen. Schnell, schnell, schnell. Keine Monster. Alles ver. So, und jetzt muss ich aber trotzdem gleich aufpassen, weil ich war sehr spät im Bett und das bedeutet, es können irgendwo doch Monster gespawnt sein. Nicht so wie bei zwei oder drei Folgen, da ist auch ein Creeper überraschend gespawnt. Also, das ist eigentlich immer kacke. So. Aber egal. Ah, stimmt, jetzt habe ich die gegessen. Ein Fehler, eigentlich wollte ich die hier essen. So. Also, unsere Schweine sind jetzt erstmal rüber getan worden. Das ist schon mal super. So, XP nehmen wir auch nochmal mit. Genau. Haben wir irgendwie so Knochen oder sowas? Haben wir sogar. Ich bin begeistert. So. Aus. So. Dann machen wir nämlich hier ein bisschen Wiese hin. Ja. Ein bisschen ist gut. Vielleicht gerade ein bisschen too much gewesen, aber egal. So, machen wir hier auch nochmal was hin. Genau, es hat den Grund, dass ja die Tierchen soll ja gut aussehen. Deswegen machen wir das Ganze hier auch. Aber hier kommen jetzt die Schafe hin. Das bedeutet, wir fangen mal an, das Ganze jetzt hier zu beseitigen hier, weil die scharfe Sonne hier rein, das ist ja Pflicht. Pflicht. So, habt ihr Baum hier? Blatt weiß noch nicht. Vielleicht kommt ja noch später auch noch hier irgendwo ein Baum hin, so als Eckpfeiler oder sowas. Muss mal schauen. Aber generell fehlt uns jetzt hier eine Tür. Und ich weiß jetzt nicht genau, aber ich meine, es gibt keine Steintür oder Tor oder sowas, ne? Also wenn ich jetzt hier sowas setze... Ah, okay, es verbindet sich. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Gut, dann weiß ich schon, was ich als Tür mache. Das ist nur die Frage, machen wir hier Birkenholz oder machen wir was anderes? Aber ich schätze mal, Birkenholz wird doch schon am besten hier passen. Gut, also meine Schweinchen werde ich hier rüber erreichen, genau. So. Machen wir hier auch nochmal
ist jetzt hier der Weg. Ne? So. Dann machen wir hier auch nochmal ein paar Gebüsche hin. So. Genau, bei den Tieren sollte ich kein Gebüsch hin machen, weil die sterben dadurch tatsächlich. Wäre blöd. So. Das Blöde ist, ich muss jetzt halt warten, bis halt der Ofen hier fertig ist. Okay, das ist jetzt gleich. Also eine Ewigkeit muss ich jetzt nicht warten. Aber ich muss warten. Ja. Irgendwas ist immer. So. Genau, das Haus muss eigentlich auch noch fertiggestellt werden. Hier sind auch keine Lampen oder sonst irgendwas. Aber eins nach den anderen, würde ich mal sagen. So, erstmal kommt hier die Ersatztruhe hin. Aber machen wir erstmal ganz mühsam einfach hier unten. Na, es ist doch so nicht wahr. Warum Minecraft? Warum? So, jetzt. Okay, erstmal hier alles rein. Alles, was nicht wichtig ist, kommt hier erstmal rein. Gut, dich und dich und dich behalte ich erstmal. Denn jetzt baue ich meine Truhe ab. Und vielleicht wisst ihr es, was passiert, wenn man so eine Truhe abbaut, die voll ist. Genau das passiert. So, und Sachen sind noch da drin. Genau. So. Jetzt tun wir nämlich jetzt alles erstmal spontan hier rein, damit wir das Ganze hier erstmal auslagern können. So. Genau, bauen wir dich jetzt hier auch ab. Sehr schön. Bist du fertig? Nein, noch zwei, okay. In der Zeit kann man auch kurz hier hingehen und dann auch alles hier reintun. Genau, ein Crafting Table kann man ja eigentlich auch noch hinplanten. So, als Little Ersatz Farm, so gesehen. So, gut, jetzt kann ich dich ausmachen, genau. Jetzt fehlt mein Netzwerk. Ise nicht wahr. Egal. So, dann. Genau, Steinchen tun wir auch mal hier rein. Jetzt hier erstmal was essen. Ich überlege ja auch, was man hier so als Beleuchtung später hinmachen kann, weil es ja doch ziemlich dunkel hier. Aber egal, erstmal brauchen wir Tore. So, jetzt muss ich noch mal überlegen, wie rum nochmal Tore waren, ob es so rum oder andersrum war. Ne, so rum war richtig. Okay. Wir haben das Ganze jetzt auch geklärt. So. Für meine Kuh brauche ich natürlich auch einen Eingang. Hier. So. Meine Schafe. Vor allem das Ganze auch hier hinkommen. Oh, guck mal, hat sogar schon. Jetzt habe ich immer noch den Erklumpen. Ach Leute, ich bin vergesslich. Warum bin ich denn so krass vergesslich, ja? Ist nicht wahr. Genau, ich brauche Erde. Und komm, einen Knochen nehmen wir hier auch nochmal, um zu begrünen. Kann man schon fast sagen. Um zu begrünen. Ah, da fliegt ein Hummel. Hallo Hummel. So. Genau, erstmal hier das, dann da und... Gut, lassen wir den Rest erstmal. So, und jetzt brauche ich jetzt nochmal einen Weizen. Denn wir wollen jetzt natürlich auch die Schafe zu uns holen. Unsere schönen, lieben Schafe. Und danach sind unsere Tiere alle, die ich bisher besitze, umgezogen. So, wie viele Schafe habe ich denn? 4 Stück. Na, kommt doch mal her. Und folgt mir, meine Schafe. Meine lieben Schafe hier. Genau. Seid brave Schafe. Ja, ihr seid ganz brave Schafe. Genau. Kommt zu mir. Genau. Ey! Hallo. Schau mich an. Schau mich an. So. Warte, dass ihr nicht mehr mitkommen hier, ne? Fütter ich euch etwa zu wenig. Deswegen habt ihr keinen Bock mehr auf mich. Kann das sein? Ja. Sehe ich sogar realistisch. So. Genau. Ihr kriegt sogar das größte Gehege, ja. Also schätzt euch glücklich. So, jetzt tun wir. Kommt ihr erstmal hier rein. Genau. Rein. Das Schaf will einfach nicht da durch. Hallo. Genau, das ist eine Schaf. Und jetzt ist das andere Schaf auch da. Sehr schön. So, jetzt dürft ihr euch auch vermehren.
So, zwei kleine Babyschafe. Sehr, sehr schön. Okay, das passt schon mal. Was hier noch nicht passt, ist das hier. Das hier passt auch noch nicht hier hin. Genau. Das Ganze müssen wir jetzt hier auch erstmal abreißen. So. Ja, also, ihr Lamas. Mhm. Muss mal überlegen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das geht. Das muss ich jetzt auch nochmal testen. Das habe ich natürlich beide abgemacht, ne? So, das eine bleibt mal hier dran. Das andere, kann ich das hier... Nein, kann ich nicht. Okay. Miese Sache. Verstehe. Genau, dann mache ich dich erstmal da dran. Und das andere... kommt auch erstmal da dran. Denn wir müssen natürlich das Ganze hier auch auswechseln, weil das passt ja nicht mehr im Stil hier hin. So, da habe ich noch welche. Und Kuh, wählte Haus ab. So. Genau, okay. Ja, das kann man auch mal hier wegmachen. So. Die Kuh macht Breakdance. Habt ihr es gesehen? Krasse Kuh, ja. Genau, so. Dann ist jetzt die Frage. Ja genau, ihr kommt da nicht da durch oder so, das passt schon eigentlich. So. Dann, ich brauche jetzt noch ein Tor. Tor. Oh Leute, ich hatte sogar... Warum hatte ich jetzt... Achso, stimmt, den hatte ich ja eben gemacht. Okay, never mind, Leute. Ich bin gerade ein bisschen lost, gebe ich gerade zu. Aber egal. So, jetzt brauche ich nochmal hier ein bisschen Mauer, aber nicht so viele. Und dann muss ich die Mauer auch in meinem Inventar behalten. So, weil dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir hier das Tor machen. Ich glaube schon, dass wir hier das Tor machen. Und... dann machen wir hier noch was und dann... Nein! Das wollte ich nicht. So, jetzt kommt... So. Genau, so ein Doppeltor vielleicht. Ja, dann könnt ihr theoretisch auch hier so frei rumlaufen. Was natürlich generell super ist. So, ich weiß, ihr habt ein sehr kleines Gehege, aber ich glaube, für euch wird es reichen. So, aber egal, Leute, ein Blick auf die Uhr sagt mir sogar schon, dass die Folge wieder rum ist. Ne? Ich meine, die Schafe und so drehen auch schon voll durch, ne, weil sie schon lange nicht mehr geschlafen haben. Ne? Ihr seht es ja da hinten. Ne? Deswegen würde ich sagen, beenden wir mal die Folge, bevor es noch crazier wird hier. Ne? Aber wenn euch diese kleine Minecraft-Folge gefallen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.